Moin Leute, ich bin bei Laufschuh von Brunner zu Gast und habe hinten das Lager leer geräumt. Und was die hier wieder für frische neue Laufschuhe am Start haben, das erzählen euch dir jetzt Roman und Gregor. Viel Spaß! Servus und Grüezi aus Dortmund. Ich stelle euch heute den neuen München vor. Ein Modell, was bei uns einen ganz besonderen Stellenwert hat. Eins der sogenannten Spezialistenmodelle, mit denen wir arbeiten dürfen. Die Besonderheit hier sicherlich, dass wir einen vollwertigen Trainingsschuh in den Händen halten, der einerseits neutral im Aufbau ist, ohne künstliche Stützen im Pronationsbereich auskommt, aber uns hier tagtäglich in der Arbeit, in der Analyse beweist, dass er sehr viel Stabilität für euch generieren kann. Somit also funktional ein sehr stabiler Schuh, ohne eben künstliche Führung und damit automatisch für jeden interessant, der durchaus mit ein bisschen Überpronation arbeitet. In dem Fall können wir den wunderbar mit diesem Schuh versorgen. Das Besondere sicherlich auch die breite Einsatzfähigkeit, eine flachere Sprengung auf Basis 8 mm mit aber auch guter Vorfußhöhe verspricht eben durch die ganze Bodenkontaktzeit auch hier einen schönen Komfort. Sicherlich auch für einen etwas breiteren Fuß, wenn wir an die Passform denken. Und auch wenn der Läufer vielleicht mal nicht im 60-Kilo-Bereich unterwegs ist, sondern mal einen Pfund mehr mitbringt, ist das ein sehr verlässlicher Schuh, der diese Belastung eben auch stressfrei auf die Straße bringt. Sicherlich eher als Straßenkind auf die Welt gekommen, mag er einfach viele feste, harte Untergründe. Nichtsdestotrotz sollte der Schuh keine Probleme haben, wenn ihr diesen Bereich mal verlasst Richtung Waldstraße oder Parkwege. Auch Schotter setzt ihn da keine Grenzen. On top sicherlich erwähnenswert ist in dieser Kategorie Dämpfung, aber auch Stabilität, das super leichte Gewicht. Wir sind hier in einer Mustergröße mit roundabout 250 Gramm unterwegs. Da können sich andere Hersteller in Sachen Gewicht sicherlich eine Scheibe abschneiden. Und weil wir hier in diesem Bereich landen, ist das definitiv eine Erwähnung wert, dass der Schuh diese Qualitäten an den Tag legt, aber unterm Strich mit so wenig Gewicht am Fuß wirklich punkten kann. Und das Schöne ist dann eben, dass wir auch mal einen schweren Läufer damit ausstatten können, der aber jetzt keinen klobigen, schweren Schuh mit sich rumtragen muss. Da macht der München sicherlich vom ersten Schritt an Spaß. Und genau das soll er natürlich auch schaffen. So, ich hoffe natürlich, ich habe mit diesem Modell euer Interesse geweckt. Falls das der Fall sein sollte, macht Meldung bei uns im Laden, schreibt in die Kommentare, wenn ihr Fragen oder Wünsche habt. Hauptsache, ihr geht in den Kontakt mit uns und ich freue mich tierisch, wenn wir uns hier im Laden sehen. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann einfach hier unten abonnieren, weil dann verpasst du das nächste Video nicht. Und welche Videos wir schon gedreht haben, siehst du hier oben. Und ich bin mir ganz sicher, die werden dir auch gefallen. Und wenn dir ein Schuh fehlt in unserer kleinen Playlist, dann schreib das einfach mal unten in die Kommentare. Ich glaube, die haben hier genug Schuhe.